South Park, The Stick of Truth. Hallo, herzlich willkommen bei Alles für die Kids. Die letzten beiden Folgen dieser Woche. Eine heute an besagtem Donnerstag und die nächste am Samstag nach Auf der Spur. The Stick of Truth, South Park. Ja, werden jetzt viele von euch sagen, das ist aber eigentlich nicht so kindgerecht. Da muss man auch mal den moralischen Zeigefinger ihnen tief ins Auge stoßen, bis sie sich nicht mehr bewegen können. Und das ist auch nicht falsch, denn eigentlich ist es natürlich kein richtiges Spiel für Kinder. Aber auf der anderen Seite ist es genau das, was man immer nachts so um 11, 12 Uhr, wenn die Eltern mal ein bisschen miteinander waren, die irgendwie essen und die Babysitterin ist eingeschlafen und man hat dann den Fernseher angemacht, dann lief da South Park und man dachte, boah, ist das erwachsen? Fühle ich mich gut dabei? Ne? Und genau deswegen passt das hier schon irgendwo rein. Und der zweite Grund, ihr werdet es merken, ist natürlich noch derselbe Aufnahmetag. Und ich habe mich gerade so voll gekotzt bei dem Versuch, eigentlich das Spiel zu starten, was ich eigentlich machen wollte. Aber es hat nicht funktioniert. Ich kann es mal zeigen. Hier, Theme Park World, wollte ich eigentlich mit euch spielen. Aber leider funktioniert es einfach zum Erbrechen nicht. Und Erbrechen habe ich dann und habe dann gesagt, komm, jetzt machst du irgendwas, was wirklich Spaß macht und was auch funktioniert. Und deswegen sind wir hier in South Park und ich würde sagen, wir schneiden mal rein. So, ich bin auch völlig gespannt. Ich habe viel gesehen, ich habe es auch schon mal ein bisschen gespielt bei einem Kumpel, aber noch nie selbst so richtig gezockt. Ich habe mir mal eine richtige Timer-App besorgt. Ich guck mal gerade noch mal in die Optionen rein, ob da alles auch so stimmt. Ja, das sieht doch gut aus. Neues Spiel, schätze ich mal. Und wir drücken die Starttaste bei unserer Timer-App. Boah, ab geht's, ey. South Park, hab ich Bock. Robert T. Puna presents a Puna Pictures Production. PPP. Deep in the lands of Zarad, the humans of Koopa Keep struggle to stay alive as they are attacked by the wicked drow elves of Larnia. Darkness falls as the humans beg their king to save them, a noble king known only as the Grand Wizard. For 1,000 years the battle has been waged, with only the bravery of the Grand Wizard to protect his human followers. But even though the Wizard King is so undeniably cool, the drow elf armies continue their attacks. They seek the humans' most treasured relic, the Stick of Truth. But the tides of war are soon to change, as news of a new kid spreads throughout the land. In order to save the humans, the Grand Wizard must get to the new kid before the drow elves can manipulate his man and use him to take the sacred relic from human hands. For whomever controls the stick, controls the universe. South Park, The Stick of Truth. Ah, es fängt schon wieder so großartig an. Oh, warum sind wir denn nackt? Spray-Tan? Okay, wir sind schon eher so der Charaktererstellung, ey. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf. Das dauert nämlich richtig lange bei mir. Ich hoffe, ihr habt Zeit mitgebracht, Gebäck und vielleicht eure Großeltern, weil die können euch dann schon mal erklären, wie es ist, alt zu sein. So lange werden wir nämlich hier sitzen. Aber wir sind aber schon eher so ein Latino, glaube ich. Was ist das hier? Spray 10, way, ja, nehmen wir den hier. Ich bin halt ein bisschen farbenblind, den großen Unterschied erkenne ich nicht, aber wir sind auf jeden Fall hier so ein bisschen, ne, für die Ladies. In unserer weißen Buchse. So, was machen wir denn? Machen wir so ein Cleveland? Machen wir hier so ein Igel? Oder so einen richtigen Königsigel? Machen wir hier so ein bisschen den deprimierten. Ja, kann man. Das ist hier so ein bisschen der Sohn von Indiana Jones, glaube ich. Das war gut. Jetzt noch so ein Bärtchen und dann bin ich das. So, hören wir nochmal hier, ne? Das sieht doch so gut. Primär. Ja, primär ist gut. Und dann sportlich. Oder mit Stil und Schal. Was ist das hier? Ist das Bier? Die South Park Cows. Oh, cool. Haben wir nicht hier irgendwie so, hier mit Weste, guck mal, Casino-Besitzer und so. Hier sogar mit AT&T-R-Farben. Aber sieht halt richtig kacke aus.
Also ein einfaches, langweiliges T-Shirt? Nee. So ein Hemd, vielleicht in Black. Aber dazu geht die, kannst du die blaue Hose nicht so anziehen, ne? Das geht nicht. So. Und dann noch die Sonnenbrille, dann machen wir den Will Smith. Und mit so einer weißen Hose. Oh, ultra hässlich. Gibt hier denn nichts Cooles, was man anziehen kann? Ich hab nichts zum Anziehen. Oder blau und blau. Ah, komm, wir machen hier den coolen mit Weste. Da gibt es... Moment. So, das ist aber zu dunkel. Vielleicht dann so eine hellblaue... Ihr seht, ich bin auf jeden Fall modetechnisch total gut. Von mir gibt es auch heiße Autogrammkarten. Irgendwann. Wenn heiß neu definiert wird. Was haben wir... Oh ja. Seht ihr das hier? Zum Glück haben wir eine Schminkdesignerin. Na, was hier mit Pflaster? Harter Boy. Oder hier die Uni-Augen. Oder mit Peter Griffin King. Oh, hier mit so einem Schlamm-Tattoo wäre auch nice. Also eine Narbe. Ja, ich glaube, wir nehmen den mit Narbe, oder? Dann haben wir sind mit Weste, blauer Hose, schwarzes Hemd unterwegs, von Mutti angezogen. Aber Mutti hatte heute Morgen keine Zeit. Haare noch vom Aufstehen. Und dann aber die Narbe zeigt an, dass wir schon das Leben in vollen Zügen hatten. Und das Leben uns auch. So, hier so eine Opa-Brille. Ich glaube, das ist ein Brillenloser. Ja, das sind wir. Fertig. Ja, cool. Wie lange hat das jetzt gedauert? Nur 5 Minuten. Four Bedrooms, Two Bathrooms, Kitchen, Backyard. Das ist unser neues Haus, glaube ich. Die haben auch einen Leichtfahrer-Van. We did it, hun. We're really moving. Das Schwere wäre zu schwer gewesen. It's a new beginning for us. Things are finally going to be good. Do you really think it will be better for him? Him? Sind They wir won't das? Look for him here. We just need to make sure he doesn't attract any attention. Come on, let's see how he's doing. Sweetie, hun, you all dressed? Nein, aber komm rein. Hey, champ, how do you like your new room? I know it's a big change for all of us, but son, do you remember why we moved to this quiet little mountain town? Nö. Nee. He doesn't remember. He doesn't remember at all. That's good he doesn't remember. Sweetie, we want you to have lots of fun here. Why don't you go out and make some friends? Okay, Papi und Mami. Right, get outside and play, son. Like normal kids. We've got some money for you on the kitchen counter, sweetie. Just be back before it gets dark. Kann ich nicht versprechen. Yeah, we love you too. Okay. Mami und Papi. Ja. Um Türen oder Behälter zu öffnen, schaue ihre Richtung und drücke die Leertaste. Inventar, Lager. Das ist ja nicht so viel. Wie komme ich hier wieder raus? Mit Escape. Der Klassiker. Okay, ja, scheinbar, wir sind ein normales Kind. Offensichtlich. Und wir wohnen jetzt hier in South Park. Hier sind noch ganz viele Computer-Stuff. Clothes, Toys. Nice. Wir haben auch einen stylischen... Oh, eine Baseballkarte und Geld. Alles nehmen. Hier ist ein Mäuselöchlein. Die sind mit uns eingezogen. Wieso kann ich denn da nicht dran? Das ist doch gemein. Hier, wie heißen die? Clarence und... Terence? Och nein, ich weiß es nicht mehr. Ich bin halt auch... Ich muss es an dieser Stelle sagen. Hasst mich... Da unten, in den Kommentaren, das ist Platz für euren Hass. Deswegen haben wir das. Aber ich bin halt der riesen Family Guy Fan. Also ich mag South Park sehr gern, aber ich bin halt, wenn eher auf der Family Guy Fraktionsseite. So, schauen wir mal hier. Oh, Badezimmer. Jawoll.
Oh, ja. Oh, ich hab's verkackt. Nochmal! Bis wir so einen richtigen Schiss abgelassen haben. Ach komm, warum denn nicht? Wo muss ich nur gedrückt halten? Ich will das jetzt schaffen, das ist doch... Ich hab's in der Realität geschafft, dann schaffe ich's auch hier! Oh Mann. Vielleicht mit der rechten Hand. Da bin ich besser. Ja, seht ihr! Ah! Ja! Nein! Nee, Verzeihung. Alter Schwamm, rostiges Rohr. Nehme ich alles mit? Wollen wir nicht mal Muttis Zahnbürste ins Klo tunken? Das wäre doch lustig. Geld. Warum ist denn da 10 Cent drin? Seltsame Familie hier. Da sagen die, ich wäre nicht normal. Gibt es hier zwei Türen? Nee, wir sind eben zentral im Bad gestartet. Okay, gucken wir mal hier rein. Ist das Muttis Schlafzimmer? Das ist abgeschlossen. Das ist schade. Ich wäre gerne mal, ne? Pants, Bedroom. Alles, was man braucht. Nee, Papa, mit dir will ich nicht reden. Du bist doof. So geht's hier. Der Keller ist nur Attrappe. Der gehört wem anders. Haben wir nicht zugekauft. Kühlschrank. Mama, wo sind die Nimm-2s? Hier ist Geld und eine Gabel. Hat sie nicht gesehen. Schwarzer Blendschutz. Gesundheitstrank. Go on outside, sweetie. Okay. Ich nehme unseren Hausrat mit, ne? Haben wir hier noch... Papi, geh weg. Ich habe Angst. Guck mal, wie böse er guckt. It wasn't a request, it was a command. Now get out there and make some friends. Ich will noch unser Haus auseinandernehmen. Hallo? Von Papi und Mami vor die Tür gesetzt. Ist das fies. Wieso kann... Nein! Da hinten, da ist eine Tasche, da will ich dran. Fies. Fies. So, hier ist Holz. Ein Schneemann. Kann ich den... irgendwie... killen? Nö. You shall die by my Warhammer, Drow Elf. Mit dem will ich nicht reden. That way I banish you first. Aha, you can't hold out much longer. Help, somebody, I can't hold out much longer. Ja, okay, ja, okay. No humans. Ich dachte, ich könnte damit irgendwas anfangen. Butters, ich rette dich, Mann. Yeah, I deserve that. Hey, no fair, that's cheating. Bam. I'm gonna tell my mom. Oha. Thanks, kid. I didn't realize he had a health potion. My name is Butters the Merciful. I'm a paladin. I live right next door to you. We should be friends. Warum denn ausgerechnet Butters? Warum habe ich außerdem mein Eigenkapital auf meiner Facebook-Seite stehen? Hey ihr alle, wir haben einen Neuen, der mit uns spielt und er und ich sind Freunde, also wird ihn niemand ärgern. Ja. Guck mal hier, Gesundheitstrank, Kram, coole Sachen. Make-up. Jetzt hier, theoretisch. So. Will ich aber nicht. An meiner Haut kommt nur Wasser und Quark. Karte. Da, Alter. Uhuhuhu, da haben wir aber Bock. Quest, Schatz, Sammelobjekte, Butters. Ein Chim-Pokémon. Ich glaube, da habe ich eben schon eins im Baum glitzern sehen. Ausrüstung und Quests. Okay, wollen wir uns hier gar nicht mal so länger aufhalten. You should speak with the Wizard King. He's been talking about your arrival. The Wizard lives this way, in the greenhouse, over there. Moment, ich kann auch jetzt Sachen kaputt machen. Ich werde mal versuchen, da stand No Humans und ich bin ja offenbar ein Mensch. Und ein Anti-Autoritärer obendrein. Und deswegen will ich jetzt meine Rebellion kundtun. Aber die Rebellion verpufft ins Nichts. Schade, kann ich nicht irgendwie schneller laufen? Ja, geht. Cool. Ja. Hey, where are you from? Ich folge dir. Where'd you live before moving here? Weiß ich nicht. Do you like Colorado? Ja, super. Ist der einzige Ort, an dem ich bisher war, deswegen. All hail the Grand Wizard!
So, you are the new kid. Your coming was foretold by a Coldwell banker. I am the Wizard King. But the time for talk is not now. Let me show you my kingdom. Okay. Mann, nicht jeder König ist so offenherzig. Oh, who's your new friend, Eric? Shut up, Mom. Not now. Mein Haus. Kann ich das, darf ich doch bestimmt, ne? Zack. Cartmans Garagenschlüssel. So, Mutti, geh mal lieber raus. Ein bisschen was Echtes machen. Nicht hier nur Fernseh gucken. Such dir doch mal einen YouTube-Kanal. Welcome to the Kingdom of Koopa Keep. Okay, das ist schon geil. Our weapon shop here is tended by Clyde, a level 14 warrior. Here you can see our massive stables, overseen by the level 9 ranger, Scott Malkinson, who has the power of diabetes. And here, of course, is the breathtaking and lovely Princess Kinney, the fairest maiden in all the kingdom. Don't ask why Kinney wanted to be a chick, it's just how he seems to be rolling right now. Oh Mann, meine Fresse. Sprich mit Cartman. Nee, erstmal nehme ich hier alles auseinander. Der Rock des Wahnsinns, Fels des Wahnsinns. Be careful, the Rock of Insanity holds mysterious powers. Ach was, der Pool der Weisheit, der Vision. Oh, da ist eine Pflanze, kann ich die, ja, eine Narzisse. Neue Quest, Blumen für die Prinzessin. Oh, holde Maid. Where the hell are you going? Ich nehme deinen Garten auseinander. Ist das nicht eindeutig? Hier, mit dir will ich auch. They have heard of my deeds at the Battle of Stark's Pod. That's the line the Grand Wizard gave me. Obwohl, you have been sought out, kid, because humans everywhere are in great danger. I need something from you, and in return, I am prepared to allow you into my kingdom. I know you are very excited. It's time for your first quest, but first, please tell us thy name. Ja, komm, ich spiel mal mit. Aber ich hab das Gefühl, das geht nicht gut aus. Marönchen. Wenn er mich jetzt nicht verarscht, hab ich verkackt, weil ich will nicht Marönchen heißen. Aber ich bin mir sicher, das passiert nicht. You entered Douchebag, is that correct? Ja! Are you sure you want to keep the name Douchebag? Ja! Very well, Douchebag. You will now choose a class. So wurde ich geboren. Mage, Thief or Jew? Ah, scheiße, ey. Der Jude, der Dieb, der Magier, der Kämpfer. A mage is like a wizard. Oh, you look sneaky enough to be a thief. Jew, huh? So I guess we'll never really be friends. Eigentlich würde ich den Kämpfer nehmen. Ich möchte jetzt auch, also ich möchte den Witz hier, der liegt natürlich auf der Hand, aber den will ich nicht machen. Deswegen denkt ihn euch einfach. Ich würde ihn aber auch nicht ernst meinen. Ja, wir nehmen den Kämpfer. Wir sind doch prädestiniert zum Schädel einhauen. Wir haben die Narbe, die zeugt doch schon von unserer grenzenlosen Galanz und Kraft. Und diese Rüstung, die wir da sehen, das ist meine zweite Haut. Das ist mein Pyjama. Und deswegen passt das. Ja. We welcome to our kingdom, Douchebag the Fighter. Hooray! Now please, go and visit the weapon shop. Procure yourself a weapon and we shall teach you to fight. Kaufe eine Waffe von Clyde. Ja, sofort. Nachdem ich mir hier noch den The Wizard Stump. Perhaps one day I will show you what it does. Ah, you have located the training area where our massive army learns to fight. I know it is a massive kingdom, but you'll learn to find your way around. Ja, ja, ich arbeite dran. Was ist mit dir hier? My loyalty is as incurable as my diabetes. Okay. Ein Statement der Treue. Okay, dann machen wir ein bisschen weiter. Perhaps you would like to hear tips and rumors for $2? Nee. Gerüchte sind mir egal. Ich beteilige mich nicht an sowas. Ich weiß auch gar nicht, warum ich Facebook habe. So, wir haben $8 nur. Gesundheitstränke werden wir hoffentlich nicht brauchen. Ja, da ist ja natürlich nicht viel zu machen jetzt, ne? Klinge des Kriegers. Ansonsten scheint mir hier alles, habe ich schon gesehen, alles gesperrt zu sein, ja. You kid has checked out everything in my backyard. Hardcore gamer, wow. Hat er registriert.
Finde ich gut. $2.34? Ey, dafür hau ich dir auf die Fresse, wenn ich meine Waffe hab. Ein Holzschwert passend für einen Anfänger auf Level 1. 17 bis 23 mal 2 Schaden. Rüstungsschlag. Der Waffenschaden erhöht sich um 2 von Rüstungswert. Okay, kaufen. Ja, ne? Spontane Eingebung, dass das richtige Schwert wäre. Okay. Lege deine Waffe an. Wie mache ich das? So mache ich das. Da sind wir. Böser Cartman-Spitzbart haben wir gefunden. Wir haben die Abwehr... Wo ist denn das Problem? Anlegen. Rüstung des Kämpfers. Erkenntnishelm des Kämpfers. Ja, und das hier soll's auch am besten anlegen, ne? Weißt du, ist das jetzt hier schon? Ist es schon. Bestimmt ist es das. Wir haben jetzt Level 4 Rüstung, so wie ich das sehe. Durch unsere Handschuhe und die Sachen hier, die Utensilien, fügt eine Rüstung hinzu und schleicht feindliche Angriffe plus 25% mehr Waffenschaden bei betäubten Zielen. Cool. Kriegerherz plus 10 Fähigkeitsschaden nach einem perfekten Angriff fügt zwei Rüstungen hinzu und schwächt feindliche Angriffe. Ja, eine robuste Jacke, die beim Winterschlussverkauf besorgt wurde. Ah, die sieht aber teurer aus. Das ist okay. Baseballkarte. Der alte Schwamm. Ich bin mir sicher, der wird noch wichtig werden. Ah, you have procured a weapon. Yes. It's now time to teach you how to fight. I want you to take your new weapon and, with the bravery of a noble knight, beat up Clyde. What? Kick Clyde's ass, new kid. What I do? I'm the king, Clyde, and the king wishes to be amused. Go on, new kid, kick his ass. Okay. I'm gonna kick your ass. Clyde, you have to wait your turn. That's lame. No, Clyde, it's like olden times. You have to wait your turn. Like in the Middle Ages, Clyde. I know it's lame, Clyde, but that's how we're fucking doing it. All right, douchebag, bash Clyde's face in. Don't be shy. This is unblockable. So, ihr habt es, glaube ich, gerade gehört. Das war erst einmal Folge 1 mit South Park. Und gleich in diesem epischen... Halt die Phrase. Was? Okay, wir machen erstmal jetzt eine Abmod und so zu Ende. Gleich in diesem epischen Fight machen wir weiter in Folge 2. Bis Samstag. Tschüss.